So, Freunde von Hardenbeck. Als erstes müssen wir ihm mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Machen Sie schon mal einen Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blutabnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Das ist doch nicht so schlimm. Oh doch. Erst der spitze und ziehende Einstichschmerz. Und dann, wenn das Blut in die Kanüle fließt, ein endloser, dumpfer Druckschmerz. Das halte ich einfach nicht aus. Sie wünschen eine Blutabnahme unter Narkose. Genau. Und ich habe mich doch schon erkundigt. Und danach lasse ich mich einfach mit dem Krankentransport nach Hause kutschieren. Schließlich war ich noch nie richtig krank und ich zahle Monat für Monat horrende Summen. So, jetzt aber mal Schluss hier, ja? Ach, Sie weigern sich also, mich zu behandeln? Das ist ja interessant. Sie werden von der Ärztekammer hören. Ziehen Sie sich schon mal warm an. So wie unsere Ehe? Ich kann doch nichts dafür, dass du keinen Job hast. Nee. Aber du könntest vielleicht... Oskar, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Ich habe ein wichtiges Meeting in der Handelskammer. Aha. Wieder mit diesem Krüger, nehme ich an? Anfang hier alle Leute total eloquent und schnell und kam mir immer so vor, als wäre ich so langsam einfach. Und das vermisse ich schon. Also manchmal so halt so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders.